Zu der Zeit hatte mein Stiefvater dann bereits eine Fußbodenfirma gegründet. Mein Mann kannte ich auch schon, den habe ich mit 14 kennengelernt. Und wir haben Fußboden gelegt. Ich habe also tagsüber Film gedreht, am Abend habe ich Fußboden gelegt. Das waren Parkettböden oder Es war war alles. alles? Es war alles. Alles Es war war. alles. Damals war Dunroplan mit diesen viereckigen Platten. Das war einfach der Hit, das musste jeder haben. Und ja, tagsüber war ich also mit der Filmgeschichte unterwegs und am Abend habe ich dann mit meinem Mann auf den Baustellen Fußboden gelegt, wo er nicht fertig geworden war. So ging das jahrelang. So ging das jahrelang, bis meine Eltern dann sich entschlossen haben, nach Spanien zu ziehen. Dann war ich aber gerade erst, wie alt war ich denn da? 17? 17? Hatte eigentlich noch keinen Beruf gelernt. Ich hatte eigentlich kein Papierchen in der Hand, was ich war, sondern konnte halt ganz Verschiedenes, weil ich halt einfach reingewachsen war. Später habe ich dann meinen Kaufmann gemacht, da waren aber dann schon meine zwei Kinder auf der Welt. Also ich habe vieles da irgendwie wieder nachgeholt und ja, also mein Mann und ich, wir haben dann später, nachdem mein Stiefvater und meine Mutter nach Spanien gezogen sind, die Fußbodenfirma übernommen. Plötzlich, ja, waren wir im Baunebengewerbe gelandet und wurden sogar zur zweitgrößten Firma in München. Mein Mann hat sich um die Estrich- und Industrieböden ja, beschäftigt, bemüht und ich habe die Oberbodenabteilung gehabt mit meinen Leuten. Und so haben wir während der Olympiade ganz viel Fußboden gelegt. Das war, also ich habe Pakete geschleppt wie verrückt und Konntest du auch ein bisschen deine künstlerische ja, Ader einfließen lassen in ich hab immer gemalt. Das war mein Ventil. oder bei der Kreation der Böden? Es hätte sein können, dass Auch, ganz auch. wohlhabende Leute sagen, ich möchte hier die Ja. Fliesen in der und der Art Also als Spaß nennen. gemacht hat mir das auch. Das muss ich schon sagen, weil das hat was mit Wohnen, mit Wohlgefühl zu tun, mit Farbgebung, mit Innenarchitektur. Ja, es war schon auf meiner Linie, dass ich natürlich so richtig mitarbeiten musste gelegentlich. Das war es weniger. Aber ja, es war einfach trotzdem eine kreative Geschichte, die dahinter stand. Und gemalt habe ich natürlich auch, weil das konnte ich einfach. Das war mir mitgegeben. Ja, was war? Die Fußbodenfirma ging pleite, weil drei Kunden uns innerhalb ganz kurzer Zeit finanziell haben sitzen lassen und so war auch die Firma weg. Also ich habe ganz viel in der Richtung erlebt, wo es bergauf und bergab geht und wie man Schwierigkeiten übersteht und naja, wie man trotzdem mit beiden Füßen auf der Erde bleibt und es geht schon wieder weiter. Es war spannend.